Neues Pack, neuer Trailer auf dem Sims YouTube-Kanal. In diesem Video möchte ich über meine Lieblingstrailer für die Sims 4 sprechen, die in mir die meiste Vorfreude ausgelöst haben. Viel Spaß beim Ansehen. Ich glaube, jeder von euch würde mir auf jeden Fall zustimmen, dass der Trailer immer so das Erste ist, was man von einem Pack sieht. Und was man sich wahrscheinlich auch so zuerst anguckt, zuerst den Trailer, dann vielleicht andere Videos und dann nochmal auf der Website von EA. Man muss ja zugeben, manchmal sind die Trailer bei den Sims auch nicht ganz so gut, manchmal umso besser. Das ist teilweise ja alle schon 6 Jahre her, also schon richtig weit zurück. Hier haben wir so ein bisschen die Trailer vom Basisspiel noch, da gab es ja dann die Trailer irgendwie hier zum Baumodus von The Sims 4, zu den Emotionen, die ja ganz stark beworben wurden und dann im Spiel immer gefühlt immer mehr an Wichtigkeit verloren haben. Hier auch nochmal diese lustigen Trailer, der hier ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Ich glaube, den müssen wir uns auch direkt mal angucken. Ich weiß noch, das war, glaube ich, einer der Trailer, den ich mir irgendwie beim An-die-Arbeit-Release am meisten angeguckt habe. Da geht es einfach so ein bisschen darum, dass sich zwei Schaufensterpuppen ineinander verlieben. Und, ach, der Trailer ist einfach genial. Hier quasi so ein kleines Musical. Die Schaufensterpuppen besingen sich hier gegenseitig. Ach Mann, guck mal, der Trailer ist zwar eigentlich an sich ja total bescheuert und hat gar keine richtige Funktion, weil er ja nicht wirklich irgendwelche realen Spielinhalte zeigt, aber ich mag ihn trotzdem so sehr. Das ist irgendwie einfach witzig hier. The game is still paused. Schade, dass sie diese Art von Trailer nicht öfters gemacht haben. Ihr müsst euch die ganzen Trailer, vor allem diese Spaß-Trailer, so nenne ich die immer, eigentlich auch nochmal angucken. Der war wirklich witzig. Ja, jetzt hier, die Schaufensterpuppen bekommen hier ihre eigene Familie. Ist das nicht romantisch? Vor allem, wer kommt auf solche Ideen? Naja, aber der Trailer ist wirklich genial. Natürlich hatten wir auch noch die ganzen anderen Trailer hier für die Arzt-, Polizei- und Wissenschaftlerkarriere, aber auch sonst. Ich muss zugeben, dieser Sonnenterrassen-Trailer hat mich auch extrem gehypt. Am Anfang war es ja noch so, dass die Trailer an dem richtigen Release dann erst veröffentlicht wurden und nicht bei der Ankündigung. Das haben sie ja später geändert. Jetzt kommt ja der Trailer immer quasi als Ankündigung direkt. Ich muss zugeben, der Trailer hier vom Heimkino-Accessoire-Pack hat mir auch wirklich gut gefallen. So die Musik war ganz cool und allgemein, man hat so viele coole neue Objekte gesehen. Das Pack hatte ja, glaube ich, auch ganz schön viele Objekte. Ich weiß nicht, irgendwie, der Trailer strahlt so eine richtige Entspannung aus. So mit seinen Freunden so hier Popcorn essen und Filme gucken. Ist zwar vom Gameplay-Inhalt auch ganz cool, habe ich gefühlt auch nicht mehr benutzt, aber der Trailer an sich, ganz ehrlich, das sieht doch einfach alles so richtig, richtig cool aus. Man freut sich eigentlich so direkt auf diese Inhalte und das sieht einfach mega spaßig aus. Auch wenn jetzt gameplay-technisch für ein Accessoire-Pack natürlich jetzt nicht so unmenschlich viel dazu gekommen ist. Aber schaut euch zum Beispiel auch diesen Baum an. Ich glaube, das haben sie auch mit Absicht gemacht, dass man am Ende hier nochmal so eine Sicht auf diesen Baum hat, weil das ja auch ein ganz großes Highlight bei vielen waren. Ich finde allgemein auch, sie sollten auf jeden Fall nochmal mehr von diesen Bäumen mit so kleinen Accessoires hinzufügen. Das hat mir eigentlich recht gut gefallen. Aber an sich einer meiner Lieblingstrailer wirklich. Der macht einfach gute Laune. Da hat man direkt Bock, finde ich, The Sims 4 zu spielen. Auch sonst hatten die Trailer hier natürlich ganz, ganz viel Witz. Wie auch zum Beispiel, finde ich den hier, ja perfekt, der Windenburg-Trailer, der auch sehr witzig war. Ich würde sogar sagen, das war wirklich bei The Sims 4 der Trailer, den ich mir wirklich am allermeisten nochmal angeguckt habe. Vor allem, weil ja bei Zeit für Freunde es bei mir auch so war, dass ich extrem gehypt auf das Pack war. Obwohl es ja im Nachhinein jetzt vielleicht nicht ganz so gut war. Aber ich war trotzdem auf jeden Fall extrem aufgeregt, mir die neuen Inhalte anzugucken. Und auch sonst, dieser Trailer ist so cool. Dieser Refrain mit diesem Get Together in Windenburg. Es ist einfach nur witzig. Was für eine gemeine Szene. Ganz ehrlich, in dem Trailer waren auch wieder so viele Animationen, beziehungsweise ein paar Animationen doch drin, die es im Spiel gar nicht gab. Wie jetzt zum Beispiel das hier und dann halt dieses Windenburg, man sieht es ja auch unten, auch witzig. Die Sims-Spiel singen immer noch nicht Windenburg im Spiel, weil vorher darauf angespielt wurde, dass sie das nicht tun. Aber jetzt auf jeden Fall
sie singen es immer noch nicht, auch in Minute 2 vom Trailer. ich glaube, das wird einer der Trailer sein, die man nicht so schnell vergisst. Aber irgendwie cool, den nochmal zu sehen. Wenn ich das hier so sehe, fällt mir auch mal wieder richtig auf, wie gern ich doch die Sims aus den Trailern immer mag. Die sehen immer so individuell und cool aus. Und eigentlich ist es immer ganz gut, dass teilweise die Sims auch in der Welt dann vorhanden sind, weil ich die eigentlich alle immer ganz gern mag. Und wenn man die in den Trailern so oft sieht, dann ist es natürlich, keine Ahnung, dann verknüpft man das so ein bisschen mit dem Pack so. Man kann ja von den Spielinhalten sagen, was man will, aber ich bin immer noch der Meinung, Trailer in The Sims 4 können sie, wie sonst was. In The Sims 3 fand ich sogar noch ein bisschen schlechter, da sahen die Trailer manchmal so ein bisschen zusammengeschustert aus, meiner Meinung nach. Aber in The Sims 4 sind die Trailer immer top. Natürlich sollte der Pack-Inhalt dann doch ein bisschen wichtiger sein als der Trailer, aber ich meine, wenn man jetzt nur über die Trailer redet, finde ich die eigentlich immer richtig gut. Ich denke jetzt auch mal, für dieses Video sind die Gameplay-Trailer, die es ja alle gab, jetzt nicht ganz so spannend. Da gab es hier bei Großstadtleben auch immer ganz viele und bei Zeit für Freunde. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich hier auch immer ewig drauf gewartet habe. Die wurden ja einen Tag vorher immer angekündigt. Und dann war ich schon immer direkt gehypt. Ein Trailer, der mir auch extrem gut gefallen hat, ist der Vampire-Trailer. Der war ja auch echt cool. So die Musik und allgemein, man hat so viele neue Objekte gesehen auch. Das war richtig krass. Einer meiner Lieblingstrailer. Für die Sim-Dame gebissen, verwandelt sich auch in Vampir. Manchmal erzählen die Trailer auch immer so eine kleine Story, was ich auch immer ganz gern mag. Oh, der war aber erstaunlich kurz. Habe ich gar nicht so in Erinnerung gehabt. Aber, boah. An den Trailer kann ich mich auch auf jeden Fall gut zurückerinnern. Da war ich auch mit den irgendwie fünfmal nochmal neu angeguckt, weil es ja auch immer so viel gibt, was man beim ersten Ansehen gar nicht bemerkt, weil die Trailer auch unfassbar schnell geschnitten sind. Also da kommt immer eine Szene nach der andere innerhalb von einer Sekunde. Ist vielleicht auch ein bisschen Absicht, aber dieser Trailer bleibt, glaube ich, auch bei vielen noch im Kopf hängen. Ansonsten, spontan hat mir auch der Gartenspaß-Trailer richtig gut gefallen. Der macht eine unfassbar coole Sommerlaune. Es macht richtig Spaß, den anzugucken. Den könnte ich mir auch irgendwie noch fünfmal angucken. Vor allem im Winter wird es einem da direkt immer ziemlich sommerlich. Ein Trailer, den ich eher langweilig fand, würde ich jetzt mal sagen, ist vielleicht so dieser Trailer hier. Also irgendwie, der hat auch eine ganz coole Atmosphäre gemacht. Ich mag es ja in dem Trailer ganz gern, dass irgendwie alles so dunkel ist. So ein bisschen, wenn man das so sagen kann. Passt natürlich auch ein bisschen zum Bowling. Aber ja, ich weiß nicht, irgendwie hat er mich nicht ganz so abgeholt, auch wenn ich das Pack sehr cool fand. Und ja, der Kleinkinder-Trailer fand ich irgendwie auch doof. Wenn man sich diesen Trailer anguckt, man sieht nur Plastikobjekte und ich hasse ja Plastikobjekte, das ist ganz schlimm. Beim Dschungelabenteuer-Trailer ist es nochmal ganz schön krass, weil du wirklich überhaupt gar kein Gefühl dafür bekommst, was du wirklich im Pack machen kannst. Ja, ganz ehrlich, dieser Trailer ist für mich schon so eine kleine Mogelpackung. Also klar, es wird so ein bisschen gezeigt, das ist ja der Gameplay-Trailer vom Dschungelabenteuer-Pack. Es wird so ein bisschen gezeigt, was man alles machen kann, wieso das System funktioniert. Aber zum Beispiel, dass der Tempel ganz, ganz, ganz leicht funktioniert und man da eigentlich in ein paar Minuten durch ist und einfach nur jedes Objekt viermal anklicken muss. Ja, geht aus dem Trailer nicht so ganz hervor. Hat trotzdem natürlich von, keine Ahnung, so viel Grün. Dieser Dschungel sieht ja schon echt cool aus. Und die Entwickler schaffen es auch immer, die Welt nochmal besonders schön in Szene zu setzen. Und auch diese Tänze haben mir ganz gut gefallen. Ah ne, der war im anderen Trailer. Aber, ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie eigentlich ein bisschen gemein, dass man die Spieler so ein bisschen immer noch im Dunkeln lässt, wie dann das Gameplay eigentlich wirklich funktioniert. Auch der Hunde- und Katzen-Trailer war bei mir natürlich wieder ganz weit vorne, genauso wie der Jahreszeiten-Trailer. Ich fand es da ganz cool, dass halt wirklich mal durch jede Jahreszeit mal so richtig durchgegangen wurde und man so alles so ein bisschen gesehen hat. Ihr wisst ja vielleicht, ich mag Jahreszeiten gar nicht so arg, aber im Trailer sieht es trotzdem natürlich immer alles ganz cool aus. Auch mega cool dieser Trailer. In diesem Trailer stecken, glaube ich, die allermeisten Animationen, die es dann später gar nicht im Spiel gab. Also wenn man sich den Trailer anguckt, die Sims interagieren so richtig schön miteinander.
Aber eigentlich tun sie das im Spiel ja gar nicht auf die Art und Weise, wie es hier dargestellt wird. Aber an sich, ich find's auch cool, der Trailer funktioniert ganz ohne Sprache. Natürlich bei den Sims, wenn die Sims sprechen, versteht man da nicht so viel. Das ist ja auch logisch. Aber ja, eigentlich auch voll der süße Trailer. Wisst ihr, was ich ja ganz schrecklich fand? Das war jetzt kein direkter Pack-Trailer, aber diesen Play with Life Commercial-Werbetrailer so ein bisschen. Ich weiß nicht, also von der Message ist es ja natürlich ein ganz netter Trailer. Die erzählen da so ein bisschen, warum sie die Sims spielen und dass sie in echt halt so Probleme haben, die sie bei den Sims quasi nicht haben. Und eigentlich von der Message natürlich schön. Ich finde, das wirkt dermaßen unauthentisch und schrecklich. Ich finde es ganz unangenehm, den anzugucken. Da hat sich irgendeine Werbeagentur gedacht, okay, wir spielen jetzt einfach mal mit den Emotionen der Spieler, wenn die sich das angucken sollen, die denken, oh, wie schrecklich. Und dass sich das irgendwie auf die Sims überträgt. Also klar, da werden natürlich auch wichtige Probleme angesprochen. Aber irgendwie, ich finde, das wirkt absolut unauthentisch und ich weiß auch nicht. Ich glaube, der wurde ja sogar einigermaßen groß im Vorhinein von den Entwicklern so angekündigt, dass es ja voll das coole Video zu den Sims geben wird, aber nein, gefällt mir nicht. Ah, hier ist ja auch dieser Typ, der die Sims Sparked moderiert hat. Ja, das fand ich ganz cool am Ende, diese Transformation von den Leuten dann quasi zu den Sims. Vielleicht, ich lasse mich sowieso allgemein bei so Sachen, die einen emotional packen sollen, lasse ich mich irgendwie nicht so mitreißen. Weil ich mir halt denke, dass es so bewusst als Aufhänger genommen wurde, um hier Sims noch mal ein bisschen mehr zu verbreiten. Auch zum Beispiel, ich finde, der Schick mit Strick-Trailer ist an sich cool und der Tiny Houses-Trailer ist an sich cool, aber die hatten jetzt nichts, was mir wirklich krass in Erinnerung geblieben ist, obwohl die natürlich trotzdem irgendwie ganz witzig waren. Ihr müsst auch immer mal drauf achten, in den Trailern, finde ich, ist es manchmal wirklich sch sehr schwer zu erkennen, welche Objekte jetzt wirklich neu sind und welche schon im Basisspiel vorhanden waren und wie viele Objekte neu sind. Das machen sie auf jeden Fall auch immer sehr gut, dass man das überhaupt nicht erkennen kann. Zum Beispiel hier, ich finde, ich habe das Gefühl, die Entwickler achten wirklich extrem darauf, Objekte zu nehmen, die zwar im Basisspiel sind, aber man aus irgendeinem Grund gar nicht so wirklich kennt. Zum Beispiel finde ich dieses Regal hier, ich meine, wirklich an sich neu. Ist jetzt, wenn ich jetzt keinen Quatsch erzähle, glaube ich ja wirklich nur dieses Objekt in der Szene jetzt zum Beispiel. Was dann halt ein bisschen schade ist. Okay, hier ist natürlich ein bisschen mehr, aber trotzdem, das wird manchmal gar nicht so schnell ersichtlich. Und nochmal als kleine Krönung der ja irgendwie auch so an sich von der Story eigentlich ja ganz cool war. Die Sims, die da in die Wohnung kommen, räumen erstmal alles auf und machen hier, verwandeln hier alles in so eine partymäßige Location. So ist es ja im Trailer ein bisschen beschrieben. Aber hier auch wieder. Man kann, finde ich, vom Trailer überhaupt nicht erkennen, dass eigentlich nur 11 neue Baumodusobjekte hier drin sind. Genauso auch wieder kleine Mogelpackungen. Es gibt hier gefühlt das sollen ja quasi so die Zwischenstockwerke zwischen den einzelnen Stockwerken sein, wo hier vielleicht irgendwelche Ratten lang laufen. Die Lüftungssysteme gibt es ja im Spiel eigentlich auch gar nicht so. Da wird schon manchmal für den Trailer ganz gut getrickst. Finde ich jetzt hier zum Beispiel in dem Fall auch nicht so schlimm, aber ja, muss man manchmal immer im Hinterkopf behalten, dass die Trailer natürlich auch mit ganz vielen Sims vollgestellt sind, die so wie es im Spiel natürlich nicht so ist. Und die Sims interagieren auch völlig anders, als sie es im echten Spiel machen würden. Aber naja, so ist das halt. Das ist ja bei jedem Spiel, bei jedem Film, bei allem eigentlich so. Die Trailer sind natürlich immer schöner, als es dann eigentlich ist. Ich glaube, jetzt habe ich im Großen und Ganzen alles eigentlich zu den Trailern gesagt, was ich jetzt so loswerden wollte. Besonders witzig natürlich hier wieder der Reise nach Batuu Trailer hat mittlerweile, wollen wir mal nachschauen. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel Dislikes er hat. Okay, 111.000 Dislikes und 42.000 Likes. Das tut EA bestimmt weh. Und auch ein kleiner Fun-Fact, was mir gerade noch so spontan einfällt, ihr müsst mal drauf achten, die Entwickler haben den Mein erstes Haustier-Trailer runtergenommen und nochmal privat nicht öffentlich hochgeladen, dass man den quasi auf der Seite wenigstens aufrufen kann. Scheinbar, Mein erstes Haustier ist den Entwicklern dann im Nachhinein oder EA auch ein kleines bisschen peinlich, hatte garantiert auch sehr viele Dislikes.
Mich würde dann natürlich auch interessieren, welchen Trailer ihr davon am besten fandet und welchen vielleicht auch am schlechtesten, welcher euch am meisten abgeholt hat. Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Und falls ihr euch für Podcasts interessiert, kann ich euch Sim gehört empfehlen, den Podcast, den ich mit Micha von simtimes.de zusammen mache. Und in der 9. Folge haben wir so ein bisschen über unsere Highlights allgemein in Die Sims 4 geredet. Schaut dazu gerne meine Beschreibung vorbei, wenn ihr euch für den Podcast interessiert. Und ja, dann würde ich sagen, sieht man sich bei einem der nächsten Videos wieder. Bis zum nächsten Video.